Was ist denn das da für ein... Es leben noch welche. Und die sind rot. Eine stille Aura. Ja. Aber nun kann man ja erfahren, dass sie einfach einen Flugzeug nutzt und direkt ans Ziel. Raffiniert. Ich weiß nicht, ob wir da so einfach reinkommen. Ach, dass der Fahrstuhl nach oben geht. Machen der Hebel. Und was macht der Händler jetzt? Du holst den Fahrstuhl einfach nur runter, ne? Falls er... Ja, kommen wir denn da jetzt rein hier? Ja. Mal einfach mal probieren, ne? Aber... Was denn? Seid ihr schon im Kampf oder was? Jetzt kommt doch mal alle wieder her hier. Can't afford any mistakes. Es sind ja definitiv Feinde, das bilde ich mir ja nicht ein. Ich glaube, den Bibliothekar werde ich zuletzt umbringen, oder? Oder zuerst? Ich meine, wenn die Stille weggeht, ist hier die Hölle los, ne? Ich hoffe, Stille... Ja doch, er ist auch verstummt. Wieso darf ich nicht im Nachteil gegen den... Ich bin doch nicht im Nachteil. Oh, fuck. Ja, wer ist denn jetzt im Kampf? The mission has to come first. Zu dunkel? Ist die Scheiße? Viel zu dunkel. Sollte ich mir die vielleicht erstmal angucken, ne? Ja, gleißende Verwundbarkeit. Habe ich habe nicht so viel Gleißendes. Schallimmunität. Aber sonst haben die nicht viel. Können die denn jetzt? Oh, weit springen können sie schon mal. Mhm. Ja. Ja? Wer denn jetzt? Traut euch.
schön getänzelt. Hör doch mal auf, einfach Mani einzuschlagen, der ist doch eh wehrlos. Karlach kommt jetzt, das ist gut. Das ist aber nicht gut, dass ich jetzt solche riesen Umwege laufen muss. Ja. Das möchte ich eigentlich nicht die Bonusaktion benutzen. Ei, ei. Oh, die hat immer noch die falsche Waffe. Ich krieg die Krise. Meine Herren, ey. Ist das dumm. Was bist du? Was macht der hauptberuflich? Tänzer oder warum weicht der so aus? Ist ja unglaublich. Was für eine Wahrnehmung steckt in ihr Fehl. Mine is the advantage. Der kommt hier dran. Du wirst doch wohl nicht auf kleine Vögel schießen, oder? Wieso kann der denn zaubern? Hallo, habe ich nicht gegen Zauber bewirkt? Mal Moment, der darf zaubern und bei mir geht gegen Zauber nicht und das kostet mich trotzdem einen Zauberplatz? Das finde ich nicht fair. Und wieso habe ich eigentlich diesen einen Helm nicht bekommen? Zauberei, sowas. Ich fühle mich übervorteilt. Hey! Wieso bist du denn blind? Was passiert mit dir, Mädchen? Onward. Thank you.
Jetzt lass doch mal Gail in Ruhe. Vorhin hatte sie den Geschoss. Ach, auf den hatte sie geschossen. Ja, dann wird Karl auch schon mit fertig. Naja, ich hab einen krassen Nachteil. Wir können sie auch alle so töten. Ich mal weg. Step by step. Ja, komm, kratz in die Augen aus. Scheiße. Immun gegen blind. Natter. Kann der nochmal jemand angreifen? Nee, zu viel. Ach, du versuchst Karlach zu werfen? Hey, 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 das ist ein Taumel. Könnt ihr mal aufhören damit? Du schlägst kleine Vögel? Ich mach dich Lametta. So. Genau, runter, Kleiner. Aber hier oben noch nicht, oder? Hidden for now. Haha. Moment, zielsicherer Schlag? Geht? Warum? Das geht wirklich? Ah, ich verlasse mich jetzt lieber nicht drauf. Another day, another night. Die strengen Namen ist das ja auch sauber. Ja. Unleash me. Das dürfte eigentlich nicht gehen. No one hit him.
schade. Du musst überlegen, ob du auf Karlach einschlagen willst. Die merkt sich das. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh, die Stille ist weg. Oh, die Stille ist weg. Haha. Die Stille ist ja weg. Sehr schön. Ja. Guten Tag. Sie haben ein Problem. Wollte ich ja immer so gesagt haben. Ne? Jo, mach mal. Sehr schön. Matze, einen schönen guten Abend. Ich wiederhole, wo kommen wir denn hin, wenn Prüfungen von Göttern fair werden? Ja, okay. Karlach ist ein Monster. Wird doch jetzt nicht mehr verstummt, ne? Wieso ist Karlach denn eigentlich noch verstummt? Wo ist Geld, ne? Wie viel haben wir denn hier noch einfach auf einen Haufen stehen? Gar nicht, wir haben jetzt nur noch den einen da, ne? Ja gut, dann... Rough tempest I will raise. Dann Geld, dann mach du doch mal eben kurz... Mach du doch mal was. Wieso denn Nachteil zu dunkel? I won't give in. Seriously? Na geht doch. Du willst echt nochmal Karlach hauen? Ja, musst du ja wissen. Ich halte das nicht für die klügste Idee, die man haben kann, aber... Kriegst du den Kleinen noch eingewischt. Mann. Wir machen mal eine kurze Rast. So. Und jetzt will ich aber auch so einen Helm haben. So einen Justiziar-Helm. Let's have a look. Krieg nur Räucherstäbchen aus denen raus. Warum haben meine Justiziare immer nur Räucherstäbchen und eure haben so viel gehabt? Pilze und Geld, mehr haben meine nicht. So, okay. Ah ja, die Büchreihen. Die Buchreihen sind Fallen, ernsthaft? Geh da weg, Geld. Du verletzt dich. Entschärfen. Tödliche Buchreihen, oder was? Gegen Madels Lookblick hält nicht stand. Ja, stimmt. Nee, wo habt ihr denn den Helm her? Aus denen? Oder aus dem.
Aus den Jungs hier oder aus irgendwie... Hier steht die Lösung drin. Foliant Lanz, sanfte Schrittprüfung. Das uralte Buch informiert Charit-Novizen, wie sie die in der sanfter Schrittprüfung triumphieren können. Sie müssen in Herren Schars favorisierten Künsten glänzen, die Heimlichkeitsschloss knacken, im Verschärfen von Feinden entrinnen. Die Unsubtilen können nur versagen. Ach, so geil. Die haben die Komplettlösung mit Fallen versehen. Ach so. Lehren des Verlusts, die Nachtsängerin. Nein! Oh nein! Die haben mich verklickt. Kommen, glaube ich, später. Okay. Keiner mehr. Lesen. Was lässt das Nachtlied verstummen? Nur die Nachtsängerin selbst, Char. Die Herren der Nacht. Die Herren des Verlusts. Alle, ihre Namen sind viele, aber ihre Bestimmung ist einfach. Das Licht war ein Fehler und Leben ist eine Illusion. Ein misstönendes Lied, komponiert aus Lügen, das den Frieden des Vergessens stört. Setzt alle euer Vertrauen in Char. Erlaubt ihr, das falsche Lied in eurem Herz verstummen zu lassen und euch in ihre Umarmung zurückzuführen. Ihr braucht nichts, das absolute Nichts, die ewige Zuflucht, die sichere Dunkelheit bei Mutter Char. Ja. Entschärfen. Foliant derselben Prüfung. Lesen. So, ihr eigenes Spiegelbild besiegen. Jegliche Gewalt gegen andere wird bestraft werden. Ist das eine geile Idee? Ist einfach eine geile Idee. Das letzte Opfer der Mondtochter. Es heißt, der heilige Speer wurde einst von der Nachtsängerin höchstpersönlich geführt. Und warte nun auf ihren auserwählten Streiter. Die Ältesten haben ihn an einem geheimen Ort versteckt, um ihn sicher aufzubewahren, bis der auserkorene Champion ihn entdeckt und ein letztes Opfer vollbringt. Dann wird Siluns abscheulicher Mond bittere Tränen vergießen und ihre fehlgeleiteten Anhänger im Stich lassen. Aber lasst nicht zu, dass die Ehrgeizigen der Nacht in Versuchung geraten, den Speer unerlaubt in Besitz zu nehmen, denn für sie ist er nur ein lebloser Gegenstand ohne jegliche Heiligkeit. Gelehrt allen Kindern der Herren Char die Ehre, dieses heilige Werkzeug zu bewachen. Wenn die Zeit gekommen ist, werden sie wissen, dass die Herren Chars auserkorenen Krieger geholfen haben und damit der Rückkehr in die endlose Ekstase des Vergessens. Quatsch, mitnehmen. Ich frage mich, Frage geht an mich selber nur quasi, ich frage mich immer noch, was für eine Waffe das Nachtlied ist. War damit jetzt eben der Speer gemeint? Zwischenzeitlich dachte ich mir eigentlich, nein, es kann ja nur ein Panzer handeln. Be wary. This place is trapped. Den Knopf muss man entschärfen. Habe ich den Knopf nicht entschärft? Ich habe doch auf Entschärfen geklickt, oder? Ach so, nein. Ich habe das obere genommen. Scheiße. Autsch!
Lehren des Verlusts, Licht der Liebe. Liebe ist die grausamste aller Lügen, deren sich Herren Schars Feinde bedienen. Sie ist eine Krankheit, die ein Herz auf Lebenszeit bestricken kann, über eine Nichtigkeit wie einen beiläufigen Blick. Liebe ist eine Brandstiftung, eine zerstörerische Flamme, die allen, die sie nähren, flüchtiges Licht und Trost verspricht, während sie Herren Schars kalte, unendliche Dunkelheit beleidigen. Verlöscht die Feuer der Liebe, sie sollen euch mit eurer Hitze versengen, euch mit ihrem beißenden Qualm ersticken und am Ende mit nichts als kalter Asche und hungrigen Herzen zurücklassen. Die haben immer so positive Schriften, finde ich, die Schar. Dann sind die Schalter doch aber auch. Sie ist entschärft, ja. Das Problem ist, dass der Knopf da drüben noch nicht entschärft ist. Und ich weiß nur, dass es ein Knopf ist. Dann müssen wir aber gleich wohl mal durch, ne? Lesen. Eure Zunge mag vielleicht behaupten, dass ihr vollstes Vertrauen in Herrscher habt, aber geht es zu eurem Herzen genauso? Ich hab Gamma. Wagt ihr es, euren Instinkten zu vertrauen und ihre geheiligte Dunkelheit zu durchqueren, nur geschützt von eurem Glauben? Für alle Gläubigen ist die Dunkelheit ein heiliger Pfad zur Umarmung der Nachtsängerin. Für alle, die schwachen Glauben sind, wird sie ein hungriger, erbarmungsloser Schlund, der sie mit Haut und Haaren zu verschlingen versucht. Tretet nur dorthin, wo Herrin Schar es euch befehlt, dann habt ihr es nicht zu befürchten. Na, das stimmt ja nicht so ganz an der Stelle, ne? Weil, mach mal Licht an. The mirrors here seem to not reflect light, but devour it. Also so war es ja nur nicht. Sie hat mir überhaupt nicht gesagt, wo ich entlang gehen soll. Niemand kann es mit der Leidenschaft und Hingabe aufnehmen, die mit der die dunklen Justiziare Herren Schar dienen. Sie sind ihre treuesten und erbarmungslosesten Streiter, Verfechter ihrer heiligen Doktrin. Alle Novizen müssen erst einen Soloniten das Leben nehmen, ehe sie sich dunkle Justiziare nennen dürfen. So hat jedes Mitglied in ihren Reihen seine Klinge bereits mit dem Blut von Herren Schars Feinden benetzt. Ja, reizend. Kannst du sie nicht mal heilen? Genau, so, dann sprech mal mit Schattenherz. I was hoping you'd come to chat. What do you need? Auf einer Skala von 1 bis 10, auf einer Sympathieskala von 1 bis 10, sind die Schar schon im negativen Bereich angesiedelt, ja. Lesen. Ein enger, in eleganter Handschrift verfasstes Buch, das die Grundzüge von Schars Lehren wiedergibt. Verlust lehrt uns Wahrheit. In seiner Lehre sind wir der reinste Ausdruck unser Selbst. Es gibt nichts Edleres, als zu vergessen und sich selbst der Dunkelheit hinzugeben. Für das Quäntchen Kummer, das uns dorthin führt, belohnt uns die dunkle Herrin mit der ewigen Umarmung der Nacht. Gut, ich fühle mich ja in der Dunkelheit auch am wohlsten. So, ja. Trotzdem. Drück mal. That's not going to work. Warum nicht? Maybe not. Schrunz. Schrunz. Next time's the charm. I'd love to, thanks. That did it. Ach, der da keine Falle war, der war's. Whatever it takes. Sehr witzig. Ich trau dem Frieden hier nicht. Just avoid that trap.
Oh, nicht keine Gasgrube. Gasgrube ist übel. Oh Gott. Ich wollte gerade sagen, lange keine Eins mehr gehabt hast. Ich hab da so ein Gefühl. Das ist schlecht, jetzt geht hier hoch. Ich will keine Inspiration dafür einsetzen. Zweimal? Echt? Das geht? Muss doch mal entschärft werden können, oder? Ey, scheiße, gleich ist der ganze Raum damit voll, ey. Ich hab jetzt mal einen dicken Kopf. Gehen die jetzt wieder weg, die Tentakel? Wir kommen hier nicht raus, ne? There's no time to waste. Gehen die wieder weg? What's that? Seek and you shall find me. Ey. Stopp. I wonder what the next move is. Keiner bewegt sich hier mehr. Lehren des Verlusts vergessen. Spiel 1, Welle 0. Ja. Leere ist ein heiliger, bewundernswerter Zustand und sie ist das Ziel. Befreit euch von allen Gefühlen und allen Bindungen. So erreicht ihr die Reinheit von Herren Schars Umarmung. Wir müssen alle unseren eigenen Weg finden. Ah, komm, das ist aber jetzt nur mal ein bisschen Gesülze, ne? So. Ich habe jetzt schon so viel gelesen. Wenn das Ganze ein großer Fahrstuhl ist, dann komm mal besser rein, Karlach. I'm ready. Maybe not the right time. Wie, vielleicht ist gerade nicht der richtige Zeitpunkt. Was soll das denn sein? Kann mal jemand den Hebel da vorne benutzen von euch? Ich verstehe ihn da. Karlach. Karlach, Hebel. It's a trap, ne? Can't afford to stay idle. Maybe not the right time. No use. Not right now, at least. Ach so, ich sollte vielleicht hier nochmal in die Mitte gehen, ne? Jetzt in der Nacht. Buch einfügen. What can silence the night song?
Ach so. Aha! Magischer, magischer Widerstand. Der Träger hat einen Bonus von plus 1 auf Rettungswürfe gegen Zauber. Aber ich möchte gar nicht, dass meine Freundin so einen Helm trägt. Dann denkt sie wirklich, sie ist Clubmitglied. Gehen die Tentakel auf dem trotzdem ein durch. Ja, das ist klappt wunderbar. Was denn das für ein geiles Emoji? Diese Tentakel da. Ringo hat mal die coolsten Sachen hier. Geheimer kritischer Treffer. Während du verschleiert bist, benötigst du für einen kritischen Treffer beim Angriffswurf einen Augenweger. Ja, komm, ja, den nehmen wir nochmal. Ja. Aufheben. So, wir machen eins so und eins ohne die Schätzchen. Das tut mir echt mal leid. So, das wird ziemlich sicher das Thumbnail werden. Kannst du es einfach so nehmen. Oh, ein Plattenpanzer ist da auch noch. Oh mein Gott, heb mal auf. Und den Nachtspeer. Untersuchen. Zarseden, wenn Schar es erlaubt, töte mit diesem Speer Nachtlied. Hä? Aufheben. This is no ordinary spear. It may be important. Best keep it close. Was ist denn Nachtlied? Wenn wir damit mit dem Speer Nachtlied töten sollen. Der ist geworfen. Das heißt, ich musste nicht so in die Hand nehmen. Ne? Was werden wir dann herausbekommen? Träger ist bei Heimlichkeitswürfen im Vorteil so lange vorne. Ja, ich meine, der Schuppenpanzer ist schon ganz geil, den ich da habe. Naja, gut, okay, gut, gehen wir raus. Die stille Bibliothek. Ja, der Name ist ja durchaus passend hier, ne? Wie war das noch mit dem später? Es ist ja später. Nee, ich finde ich ganz gut, dass sie einfach gesagt hat später. Also sie hätte ja auch sagen können, ey, du bist kurz davor. Und warum? Also so ist ja auch top, weißt du so. Ist das Ganze so hoffentlich der Fahrstuhl, ne? Nein, es ist nicht das Ganze der Fahrstuhl. Also so, warum? Ich fordere es doch aber auch heraus, oder? Kommt auf diesen Fahrstuhl aber auch schwierig raus. Ey, ich hoffe nicht, dass die anderen jetzt unter dem Fahrstuhl... Oh Gott.
Wieso? Warum? Er war doch drauf. Oh, manchmal macht mich dieses Spiel einfach fertig. Damn, it's good to be alive. Wofür haben wir den Hebel denn da eingesetzt oben? Achso, ja, nee, der hat, glaube ich, auch niemand negativ aufgefasst. Das war auch weniger auf das, was du sagtest, bezogen, sondern mehr auf irgendwas passiert hier, sondern mehr auf das bin verwirrt vom Marvel. So verwirrt finde ich das gar nicht. Wollen wir eine lange Rast machen? Ja, ich möchte ganz gerne eben eine lange Rast machen. Shouldn't have wished to live in more interesting times. Ach, Spiel. Ich finde dich gar nicht so verwirrt, Male. Tut mir leid, dass du es auf diesen Wege erfahren musst. Oh, ich habe mich gar nicht für die 100 Bits bedankt, ne? Ich sehe gerade den Schier. Von vorhin. One with the weave. F3. Ich habe mir heute vor dem Stream noch gedacht, ich habe ja richtig viele Heiltränke, die kleinen müsste ich mal verbrauchen. Das ist mir heute, glaube ich, ganz gut gelungen. Still alive, so that's progress. Ach komm, wir gehen Platz damit. Ich gebe mir Mühe, sag das doch nicht so. So, wir müssen hier nochmal wieder runter, ne? Und dann hoffe ich, dass hier nur drei Kugeln reinkommen. Würde ich aber mal annehmen. Eigentlich kommt hier nur eine Kugel rein. Ich keine Ahnung, wir machen mal was. Gegenstand einsetzen, ja. Schattenherz. Kugel 1. Wartet. Was ist denn? Das ist nicht wieder eine Euro-Pilot. Was ist denn? Nothing. Nothing's wrong at all. Scheiße. Was geht dir vor? Sag es mir. It's fine. Really. I just feel we're on the right track. Oh Gott. I'm right where I need to be. Under Lady Shah's gaze. Oh nein, ach, Mann. Wir verlieren sie. Ah, wie traurig. Dürfen Hunde überhaupt mit rein? Und du? Ach, das ist gar kein... Ich dachte immer, die ist kopflos, aber nein, das ist der... Nee, richtig gut ist es auch nicht. Oh, ein schönes Bild. Finde ich, wie sie so stehen. Der Hund im Hintergrund auf die Plattform uriniert oder sowas, man weiß es nicht. That disc has started moving. Might be a quicker way to get around than the stairs. Mega!
Also was sie sich hier alles einfallen lassen. Moment, ich habe nur noch 2. Ist das nicht doof? Oder reicht eine in der Mitte? Ja. Ja, klar, ich weiß auch, wo ich die letzte finde. Wie komme ich denn da hin? Immer noch die Quest für Ortos machen. Gut, das ist irgendwo in diesem Bereich. Muss ja nicht genau da sein. Ham. Da waren die Prüfungen, ne? Nee, da unten waren die Prüfungen. Da war die... Nee, pass auf, du. Da unten waren wir aber noch nicht, ne? Ja, da kommst du auch nicht wieder ran. Ah, dass das auch mal genau abgezählt ist, das verstehe ich nicht. Weißt du, da programmieren Leute so ein Spiel und stecken, weiß nicht, 6 Jahre Arbeit rein. Und dann zählen die genau 5 Kugeln ab. Wie doof ist das denn? Da kann ich doch... Ich habe doch genug Zeit, dass ich sage, ach komm, was soll der Geist? Ich packe jetzt 12 rein oder sowas. Hätte ich gemacht. Ist viel klüger.